und Masters of the Universe. Ich bin Adam, Prinz von Eternia und Verteidiger der Geheimnisse von Schloss Grayskull. Dies ist Cringer, mein furchtloser Freund. Wunderbare Geheimkräfte erschlossen sich mir, als ich eines Tages mein Zauberschwert ausstreckte und sagte, bei der Macht von Grayskull. Ich habe die Kraft! Cringer wurde zur mächtigen Battlecat und ich wurde He-Man, der mächtigste Mann des Universums. Nur drei andere kennen das Geheimnis. Die Freunde Sorceress, Man-at-Arms und Orko. Gemeinsam verteidigen wir die Geheimnisse von Schloss Grayskull vor den bösen Mächten von Skeletor. Hier. Untersuche den Kraftgenerator. Stimmt was nicht? Nein. Ich war nur auf dem Weg, genau dasselbe zu tun. Dann überlasse ich die Prüfung unserer Geräte lieber den Fachleuten. Ich wollte nicht deine Arbeit tun. Nun, trotzdem, du bist unser Anführer. Alles in Ordnung? So ruhig da draußen wie immer. Nein, warte, Skeletor! Dieser Verrückte! Nichts kommt durch unser Kraftfeld durch! Niemand soll durch unser Kraftfeld hindurchkommen, aber es funktioniert nicht! Was? Unsere Verteidigungsschirme sind geschlossen? Vollkommen! Die Verteidigungsschirme haben versagt. Wir müssen Skeletor so bekämpfen. Wir haben schon damit angefangen. Gut, macht so weiter. Ich werde versuchen, die Schirme zu reparieren. Jemand hat sie absichtlich zerstört. Vorwärts! Vorwärts! Der Sieg wird unser sein! Lass ihn jetzt fallen! Gehirne haben etwas, was ich haben will. Und jetzt ist es zu spät, aber ich werde zurückkehren. Ich muss den Kraftfeldgenerator reparieren. Du, Stratos, du hast unsere Schirme zerstört. Heute wurden wir beinahe von Skeletor besiegt. Und warum? Weil unser Verteidigungssystem nicht funktionierte. Deinetwegen, Stratos! Feigling, Angsthase! Ihr versteht es falsch. Ich wollte den Generator reparieren, nicht vernichten. Das sagst du jetzt. Wer sonst als unser glorreicher Anführer hätte einen so einfachen Zugang zum Herz von Aviens Verteidigung? Ja, das stimmt. Ja, natürlich. Vogelmenschen, für so einen Verrat gibt es nur eine Strafe. Verbannt ihn, schickt ihn fort. Verbannt ihn. Meine Freunde, ich bitte euch, seid nicht so voreilig. Verbannt zu werden ist eine grausame Strafe. Wenn ich ein paar Tage vom Ei von Alien entfernt bin, werde ich meine Flugkraft verlieren. Wie du es verdienst für deinen Verrat. Oh, sehr richtig. Du hast den Willen der Vogelmenschen von Alien vernommen. Geh, verlasse uns. Aber ich bin unschuldig. Du hast die Menschen gehört. Geh. Nun gut. Ihr müsst dann Skeletor ganz allein bekämpfen. Nach all
den Jahren, in denen ich für die Sicherheit von Evian gearbeitet habe, wie konnten Sie mir das antun? Ich fliege schon stundenlang. Ich ruhe mich jetzt hier im Wald aus. Moment mal, das ist ja gar kein Wald, das ist ein Nest. Der Karok. Ich gehe immer so gern aufs Land wie jetzt. Ich sehe mir immer gern die Natur an, weit weg von der Stadt. Apropos weit weg, ducken! Stratos, er ist in Schwierigkeiten. Bei der Macht von Razor! Ich habe die Kraft! Übernimm die Kontrolle, Otto! Wo kommst du denn her? Ich war gerade in der Nähe und dachte, ich schau mal rein. Da ist er immer noch. Dieser Vogel ist nicht böse. Ich habe mich aus Versehen in sein Nest gesetzt. Orko, kennst du die alte Weisheit, Honig schmeckt besser als Essig? Klar, aber wo ist der Honig? Da oben. Damit haben wir uns einen Freund fürs Leben gemacht. Sag mal, wie bist du in diese Schwierigkeiten gekommen, Stratos? Meine Schwierigkeiten sind viel schlimmer, als du denkst. Evian hat mich ins Exil geschickt. In aller Welt, warum denn? Heute hat Skeletor unsere Stadt angegriffen. Unsere Schirme wurden sabotiert und mir gab man die Schuld. Weißt du eigentlich, was ein Exil für einen Vogelmenschen bedeutet? Ich werde meine Flügelkraft verlieren. Das stimmt. Du wirst aus der Reichweite der Kraft des Eis von Evian sein. Die einzige Hoffnung, meine Flügelkraft zu retten, ist, den richtigen Missetäter zu finden. Aber wer würde überhaupt so etwas Schreckliches tun? Ich weiß es nicht. Jeder hat sich gegen mich gestellt. Ich bin ganz allein. Nein, das bist du nicht. Ich stehe dir zur Seite. Danke, He-Man. Lass mich auch dabei sein. Natürlich, Orko. Da liegt die Stadt. Greift an. Dieses Mal werden wir nicht versagen! Es ist Skeletor. Sind die Schirme wieder repariert? Nein, wir müssen uns so verteidigen! Feuert einen Nebelvorhang! Es klappt nicht! Nun ist unsere ganze Verteidigung sabotiert! Nichts kann mich jetzt aufhalten! Von Evian ist mein! Bald werden wir auch Flügel haben! Er hat das Ei, wir sind verdammt! Aber wer hat unsere Geräte sabotiert? Das war doch nicht Stratos! Habt ihr Hawk gesehen? Ich habe überall nachgesehen, sie ist weg! Das Ei ist weg, wir sind zu spät! Wir müssen nach Snake Mountain und es zurückholen! Ich wette mit dir, Skeletor hat das Ei gestohlen. Und er wird es so lange behalten, bis die Vogelmenschen nicht mehr fliegen können. Dann könnte es ja überall auf dem Planeten sein. Wie sollen wir es je wiederfinden? Es gibt nur einen Weg. Die Sorceress muss uns helfen. Auf nach Schloss Grayskull. Ich dachte mir schon, dass irgendetwas nicht stimmt in Evian. Ich glaube, ich weiß, wo Skeletor das Ei von Evian versteckt hat. Vor kurzem spürte ich eine große Menge Energie, die aus der Dämonenzone kam. Dämonenzone klingt furchtbar. Stimmt, Orko. Es ist das Lager von Skeletors Verbündeten, Whiplash. Whiplash? Dann hat Skeletor dort das Ei versteckt. Ich glaube schon.
Aber wie kommen wir denn dorthin? Es gibt nur einen Eingang in die Dämonenzone. In den Bergen der Verdammten. Am Fuß des höchsten Berges werdet ihr den Eingang in die Dämonenzone finden. Öffnet die Tür vorsichtig. Lass keinen von den Dämonen entkommen. Hier ist der Eingang, genau wie die Sorceress gesagt hat. Und was machen wir jetzt? Sagen wir Sesam, öffne dich? Ich muss es aufbrechen. Beeilt euch, ihr zwei! Hey, warte doch auf mich! Eben! Die Tür! Ich muss sie einschlagen! Warte! Du weißt doch, was die Sorceress gesagt hat! Richtig! Kein Dämon darf freikommen! Orko, du musst auf uns warten! In Ordnung, ich bewache den Windrider oder sonst was! Los, gehen wir! Kral, König der Dämonen! Warum hast du mich gerufen? Du bewachst doch das Ei von Avian für Skeletor, oder nicht? Du, ich! Es sollte dich interessieren zu wissen, dass He-Man und Stratos jetzt hier in der Dämonenzone sind und das Ei suchen. He-Man! Vielen Dank für die Information, Kral! Da ist noch was. Draußen vor der Tür wartet noch jemand. Dann ist Orko also auch hier, was? Warum kümmern wir uns nicht gleich um alle? Denk daran, Wipplesch. Wir haben nur die Kraft, das Tor zur Welt nach oben zweimal im Jahr zu öffnen. Wenn du es jetzt tust, solltest du schon sehr gute Gründe dafür haben. Diese Pest zu vernichten ist Grund genug für mich. Ich kümmere mich um He-Man. Mein Kuscheltier hier wird sich um den Schmalspurzauberer Orko kümmern. Das Ei von Avian könnte überall in diesem Irrgarten sein. Wir finden es schon. Ich frage mich, warum man diesen Ort Dämonenzone nennt. Ich habe noch keine Dämonen gesehen. Bis jetzt war es ein wahrer Spaziergang. Oh, ich war zu voreilig. Ah, ganz schön langweilig hier. Ich habe meine Flugkraft verloren. Wir müssen aber weiter. Lauf mit mir. Ich hoffe, Orko geht es gut. Whiplash! Wie schön! Du stattest mir auch mal einen Besuch ab, He-Man! Ich werde das Ei von Avian seinen wahren Besitzern zurückgeben. Du wirst es aber nicht bekommen! Bleib da! Hilf mir, He-Man! Lass mich los! Ich kümmere mich um ihn. Ja.
Kennwert zurück. Was ist denn los? Als Vogelmensch habe ich etwas gegen Käfige. Hawk! Man hat mich gefangen während Skeletors Angriff auf Avian. Aber was kann er schon von dir wollen? Ich weiß es auch nicht. Bitte, hilf mir, mich zu befreien. Warum gibst du es nicht zu, Hawk? Du hast doch die Verteidigung von Avian sabotiert. Du hast einen Handel mit ihm gemacht, nicht wahr? Kein Wunder, dass du mich so schnell beschuldigt hast. Skeletor hat mich gezwungen, das Ei hierher zu bringen. Aber anstatt mich dafür zu belohnen, hat er mich zum Spielzeug von Whiplash gemacht. Das hast du auch verdient, nachdem du die Leute von Avian verraten hast. Nun befreien wir sie. Nach den Verbrechen, die sie getan hat? Jeder verdient eine zweite Chance, Stratos. Wir können alle Hilfe, die wir kriegen können, brauchen. Wenn wir das Ei von Avian zurückgebracht haben, soll sie sich der Justiz der Vogelmenschen stellen. Befreit mich und ich bring euch an den Ort, wo man das Ei versteckt hält. Warum sollte ich dir glauben? Du verrätst uns ja doch nur wieder. Ich will alles wieder gut machen, was ich verbrochen habe. Ich werde jede Strafe auf mich nehmen, zu der die Vogelmenschen mich verurteilen. Befreie mich nur aus diesem schrecklichen Käfig. Nun, einen Vogelmenschen in einem Käfig zu sehen, ist mehr als ich ertragen kann. Du wirst es nicht bereuen. Das hoffe ich auch. Nun muss ich diesen Muskelprotz finden. Ich fühle, wie meine Flugkraft zurückkehrt. Wir sind in der Nähe des Eies. Das Ei ist in der nächsten Kammer, aber es wird von Whiplash, Lieblingstier, bewacht. Du meine Güte! Holen wir es uns! Solange das Ungeheuer noch schläft! Zu spät! Ihr zwei lenkt es ab und ich hole das Ei! Komm mit! Ihr glaubt wohl, dass ihr gewonnen habt, aber ihr habt verloren! Wenn Skeletor das Ei nicht kriegt, die Leute von Avian erst recht nicht! Die Rakete ist so programmiert, dass sie das Ei findet und vernichtet! Viel für deine Rakete, Whiplash! Warte, Whiplash! Lass sie ziehen! Warum? Du Dummkopf! Der einzige Ausgang für sie ist, die Tür nach oben einzuschlagen in die Welt über uns. Dann haben wir die absolute Freiheit, unsere Bösartigkeiten über die ganze Welt da oben zu verbreiten. Und jetzt? Denk daran, was die Sorceress gesagt hat! Wir können das Tor nicht einschlagen! Wir haben keine andere Wahl! He-Man, du hast es geschafft! Ja, und der Ärger folgt auf dem Fuße! Wenn unser Freund den Drachen wieder in das Loch hinunterzwingt, könnte ich die Tür wieder versiegeln! Die Dämonen da unten festhalten, wo sie hingehören. Und jetzt bringen wir das Ei zurück, wo es hingehört. Ich habe Stratos der Sabotage beschuldigt, aber ich habe euch verraten. Nein, eine Verbannung ist für jeden Vogelmenschen zu grausam. Hawk hat den Fehler ihres Tuns eingesehen. Sie half mit, das Ei zu retten. Mein Vertrauen hat sie. Aber sie wird jeden Rang verlieren und in die Strafabteilung versetzt, bis sie auch euer Vertrauen wiedergewonnen hat. Vogelmenschen von Avian, unser kostbares Ei ist zurückgekommen. Und mit ihm kommt unser neuer Freund und Beschützer. Und wir danken besonders unserem allerbesten Freund, He-Man. Bravo! 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 Heute lernte Stratos von Avian den wahren Wert des Vergebens. Wenn jemand etwas tut, was wir nicht mögen, ist es sehr schwer zu vergeben.
In solchen Zeiten müssen wir uns immer daran erinnern, jeder verdient eine zweite Chance. Wir machen alle mal Fehler. Und dann ist es gut, einen Freund zu haben, der uns versteht und uns eine zweite Chance gibt. Stimmt's, mein Freund? Es stimmt. Bis zum nächsten Mal.